Es ist ein verregneter Sommertag. Fabienne hat ein Date im Oberland. Sie weiss nur nicht, mit wem. Ja, jetzt wären wir da, wo ich hin muss. Und jetzt? Das habe ich irgendwie nicht erwartet. Hallo Fabienne. Hoi. Ich glaube so, oder? Ja, das ist gut. Wer bist du? Ich bin der Dominik von den Highland Dragons. Okay. Das ist mein Clan. Ja. Und ich glaube, du suchst uns, wenn ich das in die Richtung komme. Ich befürchte es fast. Du hast bei uns heute Vergnügen, ein Training mit uns zu machen. Was heisst das? Das heisst zum Beispiel Gewicht oder Baumstamm in der Gegend umrühren. Weil die Highland Dragons sind ein Verein, der sich ganz den traditionellen Sportarten von Schottland widmet. Boah. Ja. Ochswerfer, doppelschneidige Ochswerfer. Oh Gott. Du kannst also doppelte Chance, mich selber zu verletzen. Genau. Für Fabienne gibt es keine extra Wurst. Da muss sie durch. Da! Ja! Ich bin nicht schwach, ich habe im falschen Moment losgelassen. Okay! Ich schaue, dass ich nicht gerade überall leer lässt. Ja, nicht gut. Nein! Jawohl! Ich habe meine Disziplin gefunden. Ich bin blöd, ich könnte mir die reinschütteln. Mein rechter Arm ist jetzt etwa schon 3 cm länger. Dann müssen wir nachher noch links halten. Was Fabienne nicht weiss, mit dem einen Trainingsbesuch ist ihre Challenge noch lange nicht fertig. Also eigentlich, wenn man das jetzt so überlegt, wäre eigentlich sein, dass du am 14. achten mit uns eigentlich gerade die Schweizer Meisterschaft. Nein, hör auf. Ich finde, du hast das heute sehr gut gemacht. Nein, du machst jetzt weiter. Sag mir, dass du nichts machst. Nein, ich bin eigentlich meistens bei so Sachen nicht für Scherze aufgelegt. Ja, aber... Wir begrüßen dich am 14.8. offiziell für die Schweizer Meisterschaft und du wirst beim Frauenclan starten. Nein, hör auf. Und ja. Nein, ich aber... Es ist eigentlich schon abgesegnet und angemeldet. Du kannst gar nicht mehr. Aber ihr wisst, du hast gesehen, wie ich das mache. Ich bin euch keine grosse Hilfe. Ein paar Wochen später, Valhall Highland Games und Mittelalterfest im Berner Seeland. Die offiziellen Schweizer Meisterschaften. Zürcher Highland Dragons startet mit 2 Mannenteams und einem von den Frauen. Jedes Team besteht aus 5 Personen. 10 Disziplinen gibt es zu bestreiten. Okay, Girls, Vollgas. Die Ladies nehmen als erstes die Laufböste in Angriff. Und es ist schon jetzt brutal heiß. Das ist eine riesige Challenge. Und es ist jetzt der erste Posten. Ich weiß nicht, wie ich den Tag überleben soll. Ich bin wirklich richtig kaputt. Aber ich habe jetzt die Hoffnung, dass wir eigentlich das Schlimmste hinter uns haben. Jetzt ist Konzentration gefragt. Das Bogenschiessen ist der Fabienne schon im Training nicht schlecht gelaufen. Und auch die anderen schlagen sich wacker. Ja, das ist ein Treffer. Jawohl. Sie macht es mega gut. Ich glaube, wir müssen sie aufnehmen, Clan. Ich fühle mich heute tatsächlich als Zürcher Oberländerin. Ausnahmsweise. Wir sind ein grossartiges Team. Spirit ist gut. Wir pushen uns gegenseitig. Maximale Punktzahl! Pause machen, liegt nicht drin. Als nächstes kommen die Wurf- und Stossdisziplinen. Was man halt in Schottland so macht. Jawohl! Yeah! Für Fabienne steht einiges auf dem Spiel. Sie hat dem Highland Clan am Morgen vor dem Start im Wettkampf nämlich etwas versprochen. Jawohl! Ich habe gesagt, wenn ich mich wirklich Schweizer Meister im
Highland Games sein, machen dürfte nennen, dann müsste ich mir, glaube ich, mein erstes Tattoo stechen lassen. Einen ganz, ganz kleinen Drachen irgendwo. Als Dessert steht noch Stone Pulling auf dem Programm. Der Stein ist bei den Frauen fast 30 Kilo schwer. Und er hat schon manche Athletin an ihre Grenzen gebracht. Schieben, komm! Schieben! Komm jetzt, Fabien! Gemein, komm, Fabien, komm! Das kannst du, komm! Go, 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 go! Scheiße! Du hast alles gut angeschraubt. Alles gut, super, Isa. Nein! Da ist die Grenze erreicht. Was? Keine Chance. Stein ist irgendwie fast so schwer, wie ich selber bin. Wir haben mega viel Spass gehabt, aber ich meine, der Traum, sich mal Schweizer Meister zu nennen bei den Highland Games, das wäre grossartig. Aber ich glaube, es reicht nicht ganz. Die Stunde der Wahrheit. Drei Frauenteams haben Chance auf den Schweizer Meistertitel. And the winner is... Highland Dragons Zürich Damen. Herzlichen Glückwunsch! Ja! Ja! So geil, dass der Tag als Team aufgegangen ist. Und ich bin Schweizer Meisterin! Es gibt ein Tattoo für dich. Hey, ich weiss nicht, ich habe keins und es wäre wirklich einfach eine riesen Story, aber ich glaube, ich muss ein Tattoo machen. Ja. Woher kommen die stärksten Frauen von der Schweiz? Aus der Zürich! Nicht nur die stärksten Frauen. Auch die beiden Mannenteams von den Highland Dragons holen an der Schweizer Meisterschaft Bronze und gerade nochmal Gold. Eben der stärkste Clan von der Schweiz. Ja!